Jo, hallo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Battlefield Heroes und zwar heute am Start mit einem, wie ich finde, sehr interessanten Thema und zwar ist das Thema, wenn ich bei Easy Studios arbeiten würde, was würde ich ändern? So, also wir stellen uns mal die Situation vor, ich bin jetzt hier der Boss von Easy Studios, ja, ich rock jetzt den Laden, oh lol, und ich bin da jetzt zuständig für die Abteilung Battlefield Heroes. Und ja, du brauchst dich da nicht zu verstecken, weil ich dich sehe, ja? Du Bob. Scheiße, dann kam sein Kumpel, der Thomas. Der Thomas hat mich gekillt. Ne, auf jeden Fall stellen wir uns das mal vor. Ich würde jetzt bei Easy Studios arbeiten, in diesem abgefuckten Laden in Stockholm. Im 10. Stock, im Büro, mit geiler Aussicht und so. Und ja, ich würde als erstes würde ich ändern, dass die Leute bei Easy Studios auf Facebook keine Bilder zeigen, wie sie einfach irgendwelche Baller-Games zocken, ja. Weil mich das sowas von anpisst und ich davon Aggressionen bekomme und krank davon bin, ja. Weil ich das nicht sehen kann, Leute. Also es gibt so viele verfickte Bugs in diesem Drecks-Game. Und dann kommen dann Bilder auf Facebook, wie sie dann vorm PC suchteln und weißt du, auch so mit drei Bildschirmen und so, dass sie einen besseren Spielüberblick haben. So, Leute, und da wisst ihr, wo euer Geld landet, weil das ist einfach unglaublich. Also, das würde ich erstmal ändern. Also, Easy Studios würde ich ein bisschen, oder beziehungsweise die Facebook-Page würde ich ein bisschen aufpeppen. Und wo sind diese verfickten Gegner hin, ey? Alter, immer von hinten, Thomas, halt's Maul. Komm nicht immer von hinten an. Scheiße. Ja, lol, Alter. Der Schnitzer, ja, freu dich ein Keks, ey. Mein Gott. Oh. Ja, Leute. Also, das würde ich schon mal ändern. So, was ich auch ändern würde, und zwar habe ich das heute voller Erwartung wieder mal gesehen. Laser ist wieder in den Deals. Leute, also das würde ich auf jeden Fall ändern. Alter, jetzt kommt der da mit seinen Kumpels. Alter, Thomas, fick dich doch, Mann. Was geht dieser kleine Hurensohn? Wenn er mich jetzt nochmal killt, weiß ich nicht, was ich mache. Soll ich Rage quitten oder... Soll ich mich mit dem anlegen? Boah. Ah, da kommt schon mal einer. So, den kill ich jetzt. Den kill ich jetzt. Der gehört mir. Der gehört mir. Alter, noch nicht meinen Assist bekomme ich für diese Scheiße. So, das führe ich als nächstes. Ich würde es ein bisschen... Ja, Thomas. Hallo. Winke, winke. Alter, jetzt kommt da so ein Pisselspaten an. Ne, das würde ich schon mal ändern, dass wenn man wirklich so die Hälfte des Gegners abzieht, ja, dass man dafür dann auch leben. Also dafür auch einen Kill oder einen Assist bekommt, weil das finde ich sowas bescheuert. Ja, lol. Wie viel HP hatte dieser Babo, ey? Meine Güte. Also das würde ich ändern. Was mir nicht taugt, sind diese Noob-Waffen. Dragonfire Laser würde ich aus dem Game nehmen. Macht... finde ich das ganze Spielprinzip kaputt. Würde ich echt verbannen. Was ich ändern würde, wären die Deals, die würde ich etwas einschränken. Und zwar, was mich wirklich massiv stört, ist die Tatsache, dass in den Deals wirklich... Alter, was geht? Was hat der für Waffen am Start? Was geht denn hier schief? Dass an den Deals auch häufig so Rare Items rausgehauen werden, was ich persönlich ziemlich scheiße finde, das würde ich unterbinden, weil ich das nicht gerecht finde, ja, manche Leute haben sich wirklich für Rare Items haben sehr viel Geld gepayt, um an diese scheiß Items da zu kommen oder halt an diese Rare Sachen und das muss einfach nicht sein, dass die jetzt jeder bekommt, ja. So, ich würde, was ich auch noch ändern würde, wäre die Tatsache, dass ich mal so irgendwie in einem, also in 3 Monaten mal, also alle 3 Monate mal eine neue Map raushauen würde, weil es, ich finde das, es ist, es gibt viele Maps, ja, das haben sie echt gut gemacht, es gibt auch ganz coole Maps. Ich würde allerdings mal zu einer Map raten, die ein Gebäude beinhaltet, das habe ich glaube ich schon bei meinem Abo-Special gesagt, weil ich das einfach cool fände, so im, keine Ahnung, so in dem Style mal was zu haben, ja. Einfach mal ein bisschen Abwechslung zu schaffen, vielleicht auch mal ein neues Fahrzeug in diese Maps reinzuhauen, vielleicht mal so eine, was ich echt lustig gefunden hätte, wenn Lunar Landing einfach eine ganze Ecke größer ist, also, oder größer wäre, ja, und
Dann, dass man da mit Fahrzeugen irgendwie so Raumjets oder so, keine Ahnung, mit so kleinen Jets durch die Gegend, also durch die Luft heizen könnte. Dann mit so einer MG dran, also so fliegende Mopeds quasi und dann mit MG dran und so. Alter, das wäre richtig episch und einfach saulustig. Würde ich mir persönlich ziemlich lustig vorstellen. Alter, kein Roadkill. Ja, tschüss. Ja. Was hat der für eine Waffe am Start? Ja, jetzt verreck ich wegen. Nee. Okay, also das fände ich persönlich ziemlich cool, wenn's Lunar Landing in einer vergrößerten Version gäbe. Einfach mit coolen Fahrzeugen noch am Start oder generell neue Fahrzeuge. Vielleicht auch so Jetskis bei Wicked Wake. Also ich hätte da echt einige Ideen, wenn ich da bei Easy arbeiten würde. Ich glaube, BFA würde sich so verbessern, hoffentlich. Ja. Und da oben gammelt so ein Lappen. Hau ab, Alter. Hau ab. Hau ab. Junge! Mann! Alter, sind heute hier nur so Lappensniper und irgendwelche Thomasse drauf. Also, wenn einer von euch Thomas heißt, ich meine nicht dich, ich meine einfach diesen Lappen mit seinem hässlichen Skelettschädel. Meine Fresse, das pisst gerade echt an hier. Der soll da mal von seinem verfickten scheiß Rapunzelturm runtergehen, ne? So. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ich würde mal regelmäßiger neue Maps reinhauen. Ich würde... hallo? Ich würde vielleicht auch mal bessere Waffen, also wenn neue Waffen rauskommen, würde ich die echt ein bisschen cooler machen. Und nicht so Noob-Waffen, weißt du? Einfach ein bisschen coole Waffen, die das Spielprinzip verbessern, die irgendwie Sinn machen und so, ne? Ihr wisst, was ich meine. Alter, ihr seid so gut. Ihr seid so gut. Ihr seid so gut. Boah, Leute, es ist echt gerade... Ja, 7-7, willst du mich verarschen? Also ich glaube, wir hängen noch eine Runde dran, weil mein Team ist gerade auch richtig godlike. Ja gut, manche sind besser als ich. Ist auch keine Kunst. Ich verkack's halt gerade echt elendig. Aber müsst ihr mir verzeihen, dass ich auch mal einen schlechten Tag habe, obwohl heute ein ganz netter Tag eigentlich wäre. Da, ja, also, was ich verbessern würde, so jetzt zusammengefasst für diese Runde, ich würde verbessern Matchmaking-System, habe ich das schon gesagt? Nee, ne? Aber da kommen wir gleich zum Matchmaking-System, weil ich das wirklich noch ausbesserungsfähig finde, ja, Leute. Es ist einfach wirklich, man kann es wirklich verbessern, dass wenn ich Level 20 bin, dass ich auch irgendwie in Server komme, wo Level in meinem Bereich sind, also das heißt vielleicht von Level 15 bis Level 23 oder so, also dass es ausgeglichen ist, ja. Was auch cool wäre, wenn alle wirklich Level 20 wären, das wäre auch cool, aber es geht wahrscheinlich logistisch gar nicht. Dann neue Fahrzeuge würde ich mal reinhauen. Lunar Landing würde ich größer machen. Ich verstehe das nicht, diese Map. Wenn man bei den Royals oder genau, wenn man bei den Royals aus der Base rausgeht, rechts dieses riesige Feld, wenn das noch alles bespielbar wäre, das wäre doch sau edel einfach nur. Wenn es dann so Raummoppets gäbe, die dann irgendwie so eine MG oben drauf hätten, das wäre doch sau lustig, wenn dann alle da mit ihren Moppets rumheizen würden oder so UFOs, so weißt du, wo du dich so reinsetzt kannst und dann kommen da so Strahlen oder so Laserstrahlen raus, die allerdings nicht so overpowered sind. Das fände ich echt lustig, wirklich. Also das würde ich echt mal ausprobieren, wenn ich da jetzt der Chef von Easy Studios wäre, Abteilung BFH, dann würde ich das wirklich mal ausprobieren. Und ja. Was mir auch ganz gut mal gefallen würde, wäre mal echt eine... Alter, was geht? Was geht denn jetzt ab? Wo werde ich beschossen? Erstmal ein bisschen Klopapier schlucken, ey. Dieser Lappensniper da oben. Verfluchte Dreckscheiße. Ja! Noob. Du da auch, ihr Scheißcamper, ey. Granaten reinklatschen. So, jetzt, Leute. Also jetzt gehe ich hier voll auf Konfrontationskurs. Alter, haut ab. Nein! Mann! Dieser Roger! Alter, Roger und Thomas. Also, ihr seid echt die... Oh, echt, ey. Wenn ihr gerade zuschaut... Sorry, Leute, aber das geht gar nicht. Ich hatte euch doch Geld gegeben, dass ihr mich nicht killt.
Nee, Spaß. Auf jeden Fall, so an sich das Spielprinzip bei BFH, so mit den verschiedenen Spielmodis, also es gibt ja drei Stück, finde ich an sich ganz cool und jetzt muss ich einfach Noobig sein. Ah, ja, lol. So, wenn der da baden geht, kann ich doch nichts dafür. Da ist noch einer, der baden geht. So, tschüss. So, das Spielprinzip und so, muss ich sagen, finde ich von der Idee super nice. Die Idee und so super gut gelungen, ist halt wahrscheinlich ein bisschen abgekupfert von dem wahren Vorbild, also Battlefield irgendwas. Ich spiele das nicht, deshalb keine Ahnung, wie das heißt. Müsst ihr mir verzeihen. Weil ich auch lustig finde mit den Emotes und so, das ist eigentlich auch ganz nett, wenn man einen gekillt hat. Ich würde, was ich noch vielleicht verbessern würde, wäre die Tatsache, dass man ja, lol. Was soll ich jetzt sagen? Was ich ganz nice noch fände, wenn man irgendwie das mit den Freunden, also mit dieser Freundesliste und so, das ist an sich ganz nett, dass man halt im Spiel auf einen klickt, den dann als Fan quasi hat oder als Favorit. Das finde ich an sich ganz cool, allerdings buggt diese Liste ja auch ziemlich oft rum, vor allem bei Leuten wie zum Beispiel Checker-Kanal, die dann, keine Ahnung, wie viele Fans er hat, aber wahrscheinlich ein paar tausend, da ist es dann natürlich schwierig, da was Vernünftiges zu reißen, ja, weil, also die Liste buggt halt rum und so weiter. Was ich vielleicht auch ganz cool fände, wenn man seine VIP-Server oder beziehungsweise seine Server, die man in der Favoritenliste hat, dass man die einfach so ein bisschen, ja, irgendwie selber ein bisschen sortieren könnte. Irgendwie, wenn ich jetzt zum Beispiel den Clan-Server habe, ja, wenn ich auf dem oft spiele, dann kann ich den ganz oben hin tun und so. Das fände ich noch ganz cool, wenn man das einfach selber sich ein bisschen nach seinem Geschmack und seinen Wünschen gestalten könnte, ja. Ja, lol. Das fände ich persönlich ganz cool. Ich überlege jetzt gerade einfach noch, ich spiele jetzt einfach, vielleicht fällt mir noch gleich was ein. Ja, tschüss Thomas, du Bob. So mit den Fähigkeiten und so, das gefällt mir an sich, das Prinzip auch ziemlich gut, muss ich sagen. Was ich vielleicht noch verbesserungsfähig fände, ist mit dem Shop, und zwar, es gibt sehr viele ähnliche Waffen. Klar, wenn ich jetzt Chef bei Ding bin, bei Easy, will ich auch mein Lohn von 40.000 im Monat haben. Das ist ganz klar, finanziert von Kindern, die einfach das Geld bezahlen. Also ich würde mit den Waffen das vielleicht ein bisschen übersichtlicher gestalten. Vielleicht auch, dass man, wenn man sich neu bei BFH registriert, dann wird ja erstmal mit dem Helden und so, erstellt dir einen Helden und so weiter. Und dann würde ich vielleicht auch so, dass so schon die Leute so ein bisschen dazu verführen, sich meinen Shop näher anzuschauen. Und ich würde dann so einen Guide erstellen, so ein Video einfach, oder vielleicht auch für YouTube, dass man so ein Video macht, so ein Klassenguide, dass man am Anfang weiß, welche Waffen denn gut sind, welche akzeptabel sind, welche vielleicht für den Anfang noch nicht so gut geeignet sind und so weiter. Also da muss ich sagen, das würde ich vielleicht noch so ein bisschen verbessern. Ich würde auch dieses Tutorial, was es da gibt, ihr wisst, was ich meine, das würde ich vielleicht auch noch ein bisschen verbessern, weil das ist schon sehr altbacken, wie ich finde. Also es ist meiner Meinung nach schon ausbaufähig, ja. Man könnte das wirklich ein bisschen schicker gestalten, vielleicht auch mal andere Maps nehmen oder dass man beim Tutorial verschiedene Maps sich aussuchen kann. Das heißt, wenn man das Spiel neu hat, dass man dann sagen kann, ja, ich will auf uferloses Ufer das Tutorial machen und nicht auf der Leuchtturm-Map, ja. Das muss ich sagen, fände ich noch ganz cool. Und ich muss diese Mission, diese Gerhards Übergroßmission noch irgendwie fertig machen. 6 Kills brauche ich noch. Das muss doch zu schaffen sein. Was mir auch gut gefällt an BFH ist mit der Prestige-Anzeige und mit der Anzeige für Soldaten, dass die wissen, wie viel Leben ihre Teamkameraden haben. Finde ich an sich gute Idee, gut gemacht. Wurde auch echt Zeit, dass sie es mal machen, muss ich sagen. Also, ja. Naja, okay, das macht keinen Sinn, auf die kurze Distanz mit der Dingwaffe da zu spielen. Ja. Ich überlege einfach weiter, was ich denn noch so machen könnte.
oder verbessern würde. Ich würde. Es ist gar nicht so einfach, wenn man hatet oft über das Spiel, aber wenn man dann wirklich in dieser Rolle steckt, ja, dann wird schwierig, das dann auch so umzusetzen. Man muss natürlich auch schauen, wenn man da Boss bei Easy Studios ist, in Stockholm und so, da muss er auch schauen, dass den Leuten das gefällt, was man macht, ja. Weil man merkt, dass zum Beispiel mit dem ganzen Laser und so, da wissen die Designer oder die Leute, die das Game gemacht haben, natürlich, dass es nicht, dass das nicht wirklich auf große Begeisterung stößt. Und ja, jetzt habe ich gesniped. Was ich vielleicht noch machen würde, ich outfitmäßig würde ich die Outfits ein bisschen mehr in diesen klassischen Battlefield-Style reinpacken, ja. Weil ich muss sagen, das gefällt mir meiner, also ich finde das scheiße, wenn da irgendwie so Alien-Scheiß-Müll kommt. So hässliche Outfits, die kein Mensch braucht und so, ihr wisst, was ich meine, ja. Ja, ich heil dich, hallo. Also wenn man das verbessern könnte, das wäre doch echt edel. Ja, komm schon, ein Kill. Egal. Ja, lol, da muss ich umsteigen, ja, immer ist dumm. Also das würde ich ein bisschen mehr vielleicht auch so in den klassischen Weltkrieg Battlefield Style würde ich das alles ein bisschen umstylen. Ich würde diese ganzen Outfits, also auch diese Cowboy Sachen, Leute, also es könnte ein bisschen Battlefield betonter sein, finde ich. Würde dem Ganzen, denke ich, ganz gut tun. Dann würden, also ich habe auch schon oft gehört, oh, jetzt werde ich gesniped, habe auch schon oft von Abonnenten gehört, die sagen, ja, meine aus meiner Klasse, die Leute, die spielen BFA nicht, die finden das ein Kiddie-Game. Klar, es ist ein Kiddie-Game, muss ich auch sagen, bestätigen. Nur wenn diese Outfits ein bisschen angehaucht wären von diesem Battlefield-Style, dann wäre das doch schon mal ein netter Anfang, um diesen Kiddies-Status ein bisschen aus dem Weg zu räumen und ja, um das Game ein bisschen aufzupeppen. Dadurch würde BFA auch wieder mehr Spieler ansprechen und so weiter. Ja, Postmortem, lässig, chillig und so weiter. Das fände ich persönlich auch ganz nett. So, jetzt haben wir noch eine Minute und mir fällt gerade noch was ein. Und zwar fände ich es geil, ihr habt gerade gesehen, ich habe Postmortem gemacht. Wenn ich Postmortem jetzt aus der Luft, nee, das wäre gar nicht gegangen, sagen wir mal, ich mache einen Airborne mit einer Salve, ja? Und hier scheiß Camper da oben. Ich treffe nichts. Ah, da oben war einer. Wenn ich einen Airborne mit einer Salve verbinde, das müsste ja eigentlich gehen, ne? Ich bin in der Luft. Ja, Granatenflut. Alter, du Bob. Ah, das ist so schwierig, sich dann noch zu konzentrieren, wenn man sich aufregt. Ja, jetzt haben wir schon gewonnen, was wollte ich sagen. Wenn man so Killstreaks wie zum Beispiel in MW machen könnte, wenn man zwei Kills hintereinander macht, dann steht da ja Killer oder Meister oder so. Wenn man oder wenn man Airborne mit einer Salve verknüpfen könnte, wenn man Big Bang mit Postmortem verknüpfen könnte, wenn man das alles verknüpfen könnte, das wäre doch sau edel, wenn dann da steht Big Bang, Salve, Airborne, ja gut, das wird vielleicht gar nicht gehen, keine Ahnung. Aber das fände ich eine coole Neuerung, muss ich sagen. Das würde ich auch ändern. Also ich glaube, ich habe jetzt einiges genannt, was man ändern könnte, wenn ich als Boss bei Easy Studios arbeiten würde. Und ich würde sagen, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt eure Meinung oder eure Ideen, Vorschläge doch mal in die Kommentare. Würde mich echt mal interessieren, was ihr von diesen Sachen haltet oder von diesen Sachen haltet. Und ich würde sagen, euch noch einen schönen Tag und bis dahin, macht's gut und ciao.